August der Zweite, Kurfürst von Sachsen und Genisch von Polen, veranstaltete auf einem eigens dafür geschaffenen Fest bzw. Manövergelände eine Truppenschau. Nicht allein, um seinen Gast Friedrich den Großen, König von Preußen, zu beeindrucken. Zwischen Zeithain bei Riesa, Glaubitz und Strömen versammelten sich 30.000 Soldaten und Offiziere und viele Gäste. Speziell für diese Veranstaltung wurde auch noch ein Opernhaus gebaut. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der vom Dresdner Bäckermeister Johann Andreas Zacharias gebackene Riesenstollen. Er wog 1,8 Tonnen und wurde dann in 24.000 Portionen aufgeteilt. Zum Abschluss der damaligen Veranstaltung folgte noch ein fünfstündiges Feuerwerk. Im Volksmund wurde es nur das Zeithainer Lustlager genannt. Ich habe eigentlich eine preußische Uniform. Da. Das ist eine Lagermütze, ja. Die wird praktisch dann zurechtgeschnitten aus der Weste, wenn die abgetragen ist und der Bommel, die unten in den Eichspitz drin ist. Wir sind praktisch die gleichen, die hier hinten sitzen, schlecht. Schlosswache. Ich bin im Grunde genommen Schönburger, also auch sächsisch, aber das sind auch preußische. Ja, okay. Eingekleidet. Okay.